Genau, jetzt ist wieder der richtige Zeitpunkt, um TV Mürz zu schauen. Danke fürs Einschalten und herzlich willkommen. In dieser Woche berichten wir über das Nostalgietreffen von Diesellokomotiven, von der Zusammenarbeit Kunstschule und Kindergarten und dem Abschluss der Ausstellung Stadt der Maler. Vorerst aber einige Infos von Farben Schurz am Stadtplatz. Inhaberin des Farbenfachgeschäftes am Stadtplatz 2 ist Frau Christine Eibel. Sie steht mit ihrem kompetenten Team den Kundinnen und Kunden für eine professionelle Beratung zur Verfügung. Wenn der Balkon oder das Gartenhaus einen Renovierungsanstrich benötigen, wenn die Gartenmöbel aus Dickholz bzw. der Terrassenboden zu ölen sind oder wenn die Hausfassade neu gestrichen werden soll und in den Wohnräumen frische Farbakzente zu setzen sind, dann ist Farben Schurz die richtige Adresse. Aufgrund einer modernen Computermischanlage ist es möglich, den gewünschten Farbton neu oder nachzumischen. Bei Bedarf kommen die diplomierten Fachberaterinnen von Farben Schurz zu den Kunden nach Hause und helfen gerne bei der richtigen Farbauswahl. Im Rahmen des 175-jährigen Eisenbahnjubiläums in Österreich lud das Südbahnmuseum zu einem internationalen Diesel-Nostalgie-Treffen. Sonderzüge mit historischen und modernen Diesellokomotiven kamen aus dem In- und Ausland nach Mürzzuschlag. Bundespräsident Dr. Heinz Fischer reiste im Präsidentenwaggon Salon 10 über den Semmering an. Schon immer hatten die Herrschenden dieses Landes die Eisenbahn als Transportmittel benutzt. So auch der amtierende Bundespräsident, der für seine Anreise zum internationalen Diesel-Nostalgie-Treffen den Präsidentenwaggon Salon 10 wählte. Begleitet von den Klängen des Eisenbahner Musikvereins ging es dann für den Präsidenten und zahlreiche Ehrengäste ins Südbahnmuseum. Das Museum und der Rundlokschuppen lassen nicht nur das Herz eines echten Eisenbahnfans höher schlagen. Auch Heinz Fischer zeigte sich bei der Führung äußerst interessiert, hatte doch selbst einen sehr persönlichen Bezug zur Eisenbahn, speziell zur historischen Südbahnstrecke. Als kleiner Bub, so mit 8, 10 Jahren, bin ich mit meinem Großvater, der ein Eisenbahner war und am Bahnhof in der Neustadt gearbeitet hat, aber dann in Graz in Pension gegangen ist, sehr, sehr oft auf der Strecke Wien-Graz gefahren über den Semmering. Das waren noch Dampfloks. Dann ist die Zeit der Dieselloks gekommen und dann ist die Zeit der Elektrifizierung gekommen. Bei den Dampfloks, wenn man rausgeschaut hat beim Fenster, ist einem oft noch Kohlenruß in die Augen. Dann hat man das müssen wieder rausreiben. Das war dann bei den Dieselloks nicht mehr. Und die Dieselloks waren sicher ein großer Fortschritt und waren ein Rückgrat der österreichischen Eisenbahnen. Was aber ist das Besondere an diesem Rückgrat der österreichischen Eisenbahn? Ja, an alten Diesel-Loks, da ist es, glaube ich, dass man noch die Technik spürt, die Mechanik. Ja, es ist bei einer E-Lok, merkt man nichts mehr, die fährt wie von alleine. Aber bei einer Diesel-Lok, da rührt sich noch was und das ist das große Faszinosum. Mit einem solchen Faszinosum waren auch die Gäste aus Slowenien angereist. Das ist was ganz was Besonderes und da freue ich mich sehr. Das Eisenbahnmuseum in Laibach ist ja auch der erste Leihgeber für unser Eisenbahnmuseum in Mürzzuschlag. Und dass gerade aus Laibach jetzt ein Sonderzug kommt, das ist was ganz Besonderes. Aber nicht nur aus Slowenien kamen herrliche alte Diesellokomotiven. Bei der Präsentation der alten Loks konnte man unter anderem auch eine dieselhydraulische Verschublok 2067-102, eine zweimotorige 2045-01 oder aber die moderne Wiesel 5022 bestaunen. Sie alle schafften mühelos den Weg über den Semmering und ihre mitfahrenden Gäste genossen die Fahrt über das UNESCO-Weltkulturerbe nach Mürzzuschlag. Das Südbahnmuseum, das an diesem Festtag auch seinen 8. Geburtstag feierte, blickt aber nicht nur zurück. Mit dem Spatenstich zum Semmeringtunnel hat ein neuer historischer Abschnitt für die Südbahn begonnen.
Jetzt kommt ja das große Projekt Achse, Korridor der Südbahn, der Semmeringtunnel. Und auch da gibt es den Bezug mit dem Museum, den ich hoffe, den man vermarkten kann. Die Gegerbahn wurde erbaut zwischen 1800 und 1900 und jetzt wird als Entlastung der Tunnel gebaut. Ist auch wieder ein historischer Augenblick. Und ich denke, dass es eine gute Chance für das Museum ist, das auch ständig zu begleiten, die neuen Technologien zu zeigen. Also ich glaube, wir bleiben da immer interessant. Auch die Bahn wird als Transportmittel stets interessant bleiben. Absolut. Das ergibt sich auch aus den Planungen und Projekten der Europäischen Union mit den transeuropäischen Netzen. Und ich glaube, in 20, 30 Jahren wird die Bahn noch mehr Bedeutung haben als heute. Nach der feierlichen Übergabe des Präsidentenwaggons Salon 10 an das Südbahnmuseum konnten auch die Besucher einen Blick in das Innere des Waggons werfen. Seit 1966 sind alle amtierenden Bundespräsidenten sowie eine Vielzahl an Staatsgästen mit dem Salon 10 gereist. Während die Eisenbahnfreunde noch begeisterte Blicke auf die Dieselloks warfen, probierte der Bundespräsident ein Verkehrsmittel der ganz anderen Art. So. Ja, eines darf ich Ihnen verraten, mit einer Draisine ist unser Bundespräsident nicht zurück nach Wien gefahren. Und jetzt zu unserem nächsten Beitrag. Bereits seit 2 Jahren arbeiten Lehrer der Arnold-Schönberg-Kunstschule mit Mädchen und Buben des Kindergartens Sternschnuppe in Hönigsberg zusammen. Das Ergebnis dieses kreativen Schaffens ist nun im Pfarrsaal Hönigsberg zu sehen. Andrea Dirnbauer und Andreas Pesendorfer waren bei der Präsentation dabei. Stolz präsentierten die jungen Künstler nicht nur ihre Lieder, vor allem die Kunstwerke, die sie gemeinsam mit Künstlern der Arnold-Schönberg-Kunstschule kreiert haben, wurden in den Mittelpunkt gerückt. Hallo, ich bin die Annalena. Annalena, was hast denn du gemacht für die Kunstschule? Emily ist ein Opa. Wer ist die Emily? Ein Hund. Die Emily, die böt immer, wenn unten und das bärst nicht, sonst geht's immer zu mir und dann rauf. Ich bin die Helena und ich hab heute einen Pinocchio gemacht. Der ist von einer Serie im Fernsehen. Aber der hat ja gar keine lange Nase. Ja, aber es ist ja nicht länger ausgegangen. Herwig Tollschein begleitete die Kinder einen Monat lang, um gemeinsam mit ihnen das Thema, die Tiere, künstlerisch aufzuarbeiten. Wir haben vorrangig mit Papier und mit Ton gearbeitet. Ich denke, mit Ton arbeiten die Kinder sehr gerne. Ja, es hat ihnen großen Spaß gemacht, das Kneten, diese feuchte Masse, das Lehmige, Erdige. Das wurde gut angenommen von den Kindern. Auch Ställe und Behausungen wurden konstruiert. Wildtiere, die mit den Menschen in einer harmonischen Symbiose und im Umkreis der grünen Stadt leben. Bis Ende Juni kann man die Werke der kleinen Kunstschaffenden im Pfarrsaal Hönigsberg zu den Kanzleizeiten bzw. vor den Gottesdiensten bestaunen. Darüber hinaus sind auch noch Werke zu sehen, die im Laufe des gesamten Kindergartenjahres entstanden sind. Wir haben unsere Projekte mitgenommen und unsere Arbeiten und wollten sie mit zur Schau stellen, damit eben der Ort gefüllt wird und alles gezeigt wird. Mit welchen Materialien arbeitet ihr? Wir arbeiten mit jedem Material. Vor allem haben wir in unserem Projekt mit den wertlosen Materialien gearbeitet. Man sieht die Müllarbeiten und natürlich mit Farben und Papier, was sich anbietet. Nicht nur der Kindergarten Sternschnuppe war Kooperationspartner mit der Kunstschule. Auch schon etwas älteren Kindern wurde die wunderbare Welt der Kunst auf einfühlsame Weise näher gebracht. Ja, es war für uns ein Experiment. Wir haben mit den Regelschulen schon länger zusammengearbeitet, das heißt mit der Handelsakademie, mit dem Gymnasium im Mützzuschlag, aber auch mit den Volksschulen im Mützzuschlag und Hönigsberg. Und im letzten Jahr haben wir es erstmals gewagt, mit den ganz Kleinen zu arbeiten. Es war für uns eine große Herausforderung, aber auch ein großer Wunsch. Und ich bin sehr froh, dass Uli Berghaus als Leiterin des Kindergartens in Hönigsberg vertraut hat, zugesagt hat. Und jetzt waren wir schon das zweite Jahr zu Gast und es hat wunderbar funktioniert.
Es hat auch mit Zuschlag gut funktioniert, auch in der Volksschule Hönigsberg. Auch dort gibt es Präsentationen. Wann werden die stattfinden? Ja, den Schulschluss machen wir ganz gern mit Präsentationen, dass wir den Eltern, aber allen Interessierten zeigen, was so das ganze Jahr über passiert ist. Mit Zuschlag und in Hönigsberg in der Volksschule arbeiten wir das ganze Jahr über mit Künstlern in der Volksschule. Und in Hönigsberg findet diese Präsentation am 27. Juni um 11 Uhr statt und in der Volksschule mit Zuschlag am 2. Juli um 10 Uhr. Die Welt mit Kinderaugen betrachten. Vielleicht fiele dann manches im Leben der Erwachsenen leichter. Von den kleinen Künstlern nun zu den großen. Die erfolgreiche Ausstellung Stadt der Maler ging kürzlich mit einer Finissage zu Ende. Dabei wurde erstmals auch der Mürzer Maler Award vergeben. Horst Berger war vor Ort und hat unter anderem die Frage gestellt, was ist eigentlich eine Finissage? Wir haben vor einigen Wochen bereits von der Vernissage der Galerie im Foyer des Stadtsaals mit Zuschlag unter dem Motto Stadt der Malerinnen berichtet. Diese auf Initiative von Kurt Schafecker Senior und der Stadtgemeinde Mützzuschlag ins Leben gerufene Ausstellung ging kürzlich mit einer Abschlussveranstaltung zu Ende. Finissage ist schon das Ende einer Ausstellung. Wir haben sie deswegen gewählt, weil wir gesagt haben, einmal noch alle Künstler. Es ist ja nicht so, dass bei uns nur ein Künstler ausgestellt hat, sondern insgesamt 30 Künstler bei dieser Ausstellung dabei waren. Wir haben gesagt, wir möchten nochmal alle zusammen auf einem Platz haben, nochmal Danke sagen. Und vor allem, es gab ja auch eine Bewertung der besten Bilder und so gesehen auch dann der Künstler oder der Maler. Und da gab es einen Award, der wurde kostenfrei zur Verfügung gestellt von der Glasmanufaktur Kaiserhof in Neuberg. Und der wurde heute auch in diesem Rahmen an die Gewinner überreicht. Nach einem Entwurf von Kurt Schafecker Senior wurde diese Trophäe hergestellt. Sie zeigt eine Krone in Verbindung mit einem Malerpinsel. Wie waren die letzten, ich glaube 25 Tage waren es, wie waren die für Sie? Die waren aufregend für mich, muss ich gestehen. Es war so positiv, nämlich einfach von den ganzen Meldungen, die ich gehört habe im Geschäft, und die Leute zu mir kamen, ah, ich habe ja gar nicht gewusst, dass du malst. Habe ich gesagt, nein, so ein bisschen halt. Und es war einfach total nett, muss ich sagen. Es waren nur wirklich lauter positive und gute Rückmeldungen. Es war richtig schön. Es hat sich immer gesessen, praktisch da bei der Ausstellung, und habt ihr die Besucher ein bisschen um und um geführt, gell? Ja, das war sehr lustig und sehr interessant, auch weil eben sehr unterschiedliche Schichten gewesen sind. Und du hast dich doch mit jedem intensiv unterhalten eigentlich. Nur weil der ist bei der Tür reingekommen und hat er begrüßt. Und es war sehr nett, mit den ganzen Herrschaften herumzugehen und zu erklären und auch ja, Lebensgeschichten auch zu erfahren. Es sind sehr viele gewesen, die ja was einfach gekommen sind und gesagt haben, ich bin früher aufgewachsen, da habe ich mir jetzt Zuschlag. Und es war total lieb, muss ich sagen. Es war echt schön. Es war ganz eine gute Ausstellung. Ehrlich war es, war ein schönes Erlebnis. Fast 200 Besucher hatten in den letzten Wochen das beliebteste Bild dieser Ausstellung gewählt. Was bedeutet es für Sie? Sie haben diesen Kaiserhof Award, den ersten in der Hand. Was bedeutet das für Sie? Überraschend? Ja, ehrlich gesagt schon, vor allem, weil ich der Jüngste war. Ich habe mir nicht gedacht, weil von meinen Freunden, von der Jugend weiß ich, dass das ziemlich gut ankommt. Jetzt mal nicht erwartet, dass es beim Rest so gut ankommt. Sie haben sich erst im letzten Moment dazu entschlossen, da bei der Ausstellung mitzumachen. Was hat Sie im Endeffekt dazu bewogen, trotzdem dabei zu sein? Ja, nein, ich wollte eigentlich schon von Anfang an dabei sein, aber ja, es ist vor allem mit meinen Bildern nicht ausgegangen. Ich bin früher nicht fertig geworden. Nach Auszählung der Stimmen stand der Gewinner des Mürzzuschlager Maler Awards fest. Der Hobbymaler Alfred Berger mit seinem Bild Rhapsodie. Es ist natürlich für mich, unter so vielen Malern bei einer Ausstellung mit seinen Bildern erfolgreich zu sein und noch dazu eins dann zum beliebtesten Bild gewählt worden sein, das ist für mich schon eine besondere Auszeichnung und das ist auch eine Bestätigung meiner Malerei, dass die Leute da eine Freude haben und die Bilder eigentlich ganz gern anschauen. Auf jeden Fall gratulieren wir recht herzlich zum beliebtesten Bild dieser Ausstellung und viel Spaß weiterhin mit der Malerei. Danke für die Gratulation, freut mich sehr. Ich möchte aber den Dank trotzdem weitergeben an den Kurt Schafecker und ich bedanke mich im Namen der anderen Maler, besonders bei ihm, dass er das zusammengebracht hat, dass wir da Ausstellungen können machen. Wir haben hier in dem Gratulationsbuch oder in dem Besucherbuch über 350 Eintragungen, das heißt also, das ist doch eine beachtliche Anzahl von Besuchern, die diese Ausstellung besucht haben und auch
ein positives Feedback gegeben haben. Manche Bilder wechselten während dieser Ausstellung den Besitzer und finden nun an neuen Wänden ihr Zuhause. Einige Bilder wandern an ihren angestammten Platz zurück und wieder andere ziehen zur nächsten Ausstellung weiter. In allen Fällen haben aber die 30 Mützzuschlager Maler bewiesen, wie viel Kreativität, Liebe und Engagement in ihrer Kunst steckt. Mit einer Finissage wurde diese Ausstellung beendet und mit dem Beitrag darüber beenden wir nun unsere Sendung. Im Namen des gesamten Teams sage ich Danke fürs Dabeisein, auf Wiederschauen, bis zum nächsten Mal. Und jetzt werde ich mich kreativ betätigen, denn gefilmt ist eigentlich schon genug geworden heute.